Willkommen zu einem neuen Video und heute geht es um das Thema Ohren auf, improvisieren nach Gehör. Und bei vielen meiner Schüler gibt es da so eine kleine Hemmschwelle, weil die sagen so ab einem gewissen Grad, hey komm, gib mal die Noten her, zeig mal das Liedsheet und lass mal improvisieren. Aber ich möchte dich ermutigen, auch mal die Noten wegzulegen, ein Play-Along anzumachen oder ein Stück zu spielen, was du eigentlich gar nicht kennst und dich sozusagen so vom Gehör her dadurch zu fuchsen, auf Deutsch gesagt, und zu versuchen, ne, nach Gehör das Stück zu erfassen und nach Gehör über das Stück zu improvisieren. Warum ist es wichtig, nach Gehör spielen zu können? Also für viele meiner Schüler ist das wie so ein Buch mit 7 Siegeln und die denken so, ah, das ist irgendwie so kompliziert und ich weiß ja jetzt nicht, was gut klingt und wie soll das, ne, funktionieren? Das wirkt so ein bisschen kryptisch und auch so ein bisschen magisch. Wenn jemand es kann, denkt man so, okay, das kann man nicht lernen. Entweder man kann es oder man kann es nicht. Man muss es im Gefühl haben, aber dem ist nicht so. Und ich zeige dir heute, wie du mit einem strukturierten Vorgehen, auch ne, bei Stücken, die du nicht wirklich kennst und wo keine Chord Changes dastehen, wie du da gut nach Gehör spielen kannst. Warum ist es wichtig, dass du nach Gehör spielen kannst, dass du nach Gefühl die richtigen Töne triffst? Das Kultivieren dieses Instinkts, nach Gehör zu spielen, hat ein bisschen auch was mit der Geschichte des Jazz zu tun, denn der Jazz in seinen Ursprüngen wurde einfach ganz praktisch gelehrt, ohne Noten, sondern einfach durch Vorspielen und Nachspielen, durch Imitation, ne? Und da hast du automatisch so ein Gefühl dafür entwickelt, was klingt gut, was klingt nicht so gut, ne? Wo gibt es Töne, die ich gut aushalten kann, wo gibt es Töne, von denen ich mich besser mal entferne, in Anführungszeichen, ne? Und das ist in der heutigen Zeit so ein bisschen verloren gegangen. Einerseits, weil der Jazz jetzt auch, ne, sozusagen es in die Institutionen geschafft hat, also auch gelehrt wird an Hochschulen und so weiter. Und so diese Spontanität in Anführungszeichen von der Straße so ein bisschen weg ist. Aber trotzdem, ne, macht es Sinn, nach Gehör zu spielen. Und nach Gehör spielen ist wirklich erlernbar. Es ist keine Raketenwissenschaft und ich zeige dir heute, wie das gut gelingen kann. Okay, also was brauchst du, um gut nach Gehör zu improvisieren? Du brauchst vor allem schnelle Ohren beziehungsweise ein schnelles Umschaltevermögen zwischen ich höre etwas, ich spiele etwas und ich kann analysieren, ob das, was ich da spiele, ob das gut klingt. Ne? Denn streng genommen heißt nach Gehörspielen nichts anderes. Finde die richtigen Töne und improvisiere schön mit den Tönen. Ne? Also finde Töne, die gut passen und hab kreative Ideen, diese Töne zu schönen Melodien zu verbinden. So, wie kann ich jetzt rausfinden, was schöne Melodien sind? Der erste Schritt, den ich hier immer empfehle, ist, nimm das Instrument, was schon da ist, nimm deine Stimme und versuch mal zu einem Play-Long einfach mitzusingen. Und ich wähle jetzt hier ein Play-Long aus, wo ich jetzt gar nicht sage, was das für ein Stück ist. Diejenigen, die vielleicht schon ein bisschen länger sich mit Jazz beschäftigen, wissen sofort, was das für ein Stück ist, allein schon an der Reihenfolge der Harmonien bzw. der Grundtonbewegung. Aber das ist jetzt auch nicht entscheidend, dass du sofort weißt, was das für ein Standard ist. Im Gegenteil, ich mache jetzt mal einfach das Play-Long an und du versuchst einfach mal dazu zu singen. So, ich singe jetzt immer mal so 3, 4 Takte und dann mache ich eine Pause und dann kannst du ein bisschen reinsingen und versuche einfach ein gutes Gefühl für die Melodie zu bekommen. Und hier geht es jetzt gar nicht um richtig oder falsch, sondern einfach um ein Gefühl für Töne, für Harmonien, für Konsonanzen zu bekommen. Ne? Also wann spielst du Töne, die gut funktionieren und was sind das für Töne? Und hab keine Angst vor, falsch will ich jetzt gar nicht sagen, vor schrägen Tönen, also vor Tönen, die Spannung haben, die dissonant sind, hab keine Angst davor, sondern lass die auch zu und schau mal, was es mit dir macht, wenn du so Töne auch mal absichtlich aushältst, ne? Um auch mal zu erfahren, okay, so klingt eine Spannung, das, so schräg ist das und versuche dann auch diese Töne vielleicht auch aufzulösen, ne? Also zu einem anderen Ton auszuweichen, wo du merkst, der funktioniert wieder gut. Und unsere Stimme ist, was diese Art von Improvisation betrifft, total intuitiv. Und das funktioniert in der Regel sehr, sehr gut, sodass meine Schüler mir oft auch sagen, hey, was ist ich, wenn sie irgendein Stück spielen, was There Will Never Be Another You zum Beispiel, dass sie dann sagen, hey, wenn ich das Stück mir anhöre, ein Original meinetwegen von Lee Konitz, dann kann ich super da mitsingen und das, meine Impro klingt total schön, aber wenn ich Saxophon dazu spiele, dann finde ich diese Töne gar nicht. Ne? Beim Saxophon ist wie so eine Stufe, bis du diese Töne hast, die dann auch funktionieren. Na, und deswegen versuchen wir jetzt erstmal zu singen über
diesen Standard. Ich verrate den Titel noch nicht. Und genau, diese Übung, Playlong, gibt es unten in der Videobeschreibung zum Download. Diese Übung kannst du natürlich auch ohne mich machen. Ne? Also Playlong anhören und dazu singen. So, los geht's. Okay, in dieser Version habe ich versucht, zu dem Playlong, ne, schon ein paar Melodien zu spielen. Wir haben extra so ein bisschen Call-Response gemacht, ne, dass ich auch mal aussetze, dass du versuchst, was reinzusingen, dass danach ich wieder reinkomme. Und in meinem Kopf passiert natürlich jetzt schon ganz viel Zeugs, ganz irre Sachen, weil ich achte extrem auf die Basslinie, was der Bass spielt. Und höre, wo der dann hingeht und möchte eigentlich die ganze Zeit die Grundtöne, die Basstöne mitsingen. Ne? Und das ist natürlich auch eine Übung, die du zusätzlich noch machen kannst. Machen wir jetzt auch einen Chorus. Wenn es geht, möglichst die Basslinie, die Grundtöne mitsingen. Ist aber ein bisschen schwierig, wenn dir das jetzt nicht gelingt, ist überhaupt nicht schlimm. Du kannst auch einfach erstmal nur zuhören, das ist auch eine total gute Übung. Und wenn du mutig bist, einfach versuchen mitzuspielen und den Bass zu hören. So, los geht's. Ah.
da. Okay, so. Manche Chords habe ich jetzt nicht so richtig, manche Grundtonbewegungen habe ich nicht so richtig gehört, wenn das so tief ist, dann kann man es nicht so gut nachsingen. Aber hey, weißt du, so für, um Einstieg zu finden, war das okay. So, jetzt höre ich natürlich auch, dass dieses Stück eine A-A-B-A-Form hat. Ne? Ganz klar, achttaktiger A-Teil wird wiederholt, dann gibt es ein B-Teil und am Schluss kommt wieder ein A-Teil. Auch sowas kannst du relativ schnell auch hören, ne? Also auch ein bisschen analysieren, während du so eine Aufnahme anhörst. So, und jetzt nehme ich das Saxophon und jetzt kommen wir zum zweiten Schritt. Nach der Gesangsversion kommt das Instrument und jetzt versuche ich, Töne zu spielen und ein bisschen zu merken oder herauszufinden, welche Töne klingen denn gut. Ne? Und wenn ich es merke, okay, der Ton klingt gut, versuche ich möglichst lang drauf zu bleiben. Wenn ich mutig bin, kann ich auch weiterspielen und ich höre im Kopf natürlich jetzt auch, als ich die Basslinie nachgesungen habe, höre ich halt auch viele Chord-Changes, wo ich merke, okay, hier ist eine 2-5-1-Verbindung oder zu Beginn des B-Teils ist eine 2-5-1-Verbindung nach Moll. Hört man ganz, höre ich einfach aufgrund meiner Hörerfahrung, der erste Akkord ist ein halb verminderter Akkord. So, aber selbst wenn du das jetzt noch nicht hörst und sagst so, okay, wovon redet die? Keine Ahnung, was das ist. Völlig egal. Na, auch du wirst Muster finden, auch auf einer einfacheren, simpleren Ebene wirst du Muster finden, wo du merkst, okay, das und das kann ich da und da auch spielen und das funktioniert. Und das machen wir jetzt. Jetzt kommt das Saxophon dazu. Und jetzt kannst du probieren, ne, Töne zu spielen, wo du merkst, okay, die funktionieren und die gerne auch ein bisschen länger aushalten. Und in einem zweiten Schritt, den können wir gleich mitmachen, geht es jetzt um deine Reaktion. Und das ist das Allerwichtigste beim Spielen nach Gehör. Die Leute, die das gut können, die können einfach auch extrem schnell reagieren, weil Spielen nach Gehör, wenn ich es in einem Satz zusammenfassen sollte, ist nichts anderes als checken, welche Töne klingen gut, welche Töne kann ich spielen und das Wichtigste, wenn ein Ton kommt, der schräg klingt, wie kann ich schnellstmöglich von dem wieder wegkommen oder den so elegant verpacken, dass er wie ein Übergangston oder ein Durchgangston klingt zur nächsten Konsonanz, zum nächsten Konsonantenton. So, und bevor wir starten, als ich eben gesungen habe und am Anfang losgelegt habe, bei den ersten Tönen, habe ich ganz zu Beginn einen Grundton, habe ich mir gemerkt. Da, ne, das war der erste Grundton. Ist auf dem Tenorsaxophon ein C, für die Altos ein G. Und da weiß ich schon mal, wenn ich mit der Note anfange und ich habe so ein bisschen den Instinkt, dass ich denke so, ich glaube, das ist die Grundtonalität vom Stück, weiß ich schon mal, das C wird schon mal gut funktionieren. So, los geht's. 1, 2, 3. Thank you.
das waren jetzt zwei Choruse, zwei Durchgänge, zweimal 32 Takte. Am Anfang war ich noch ein bisschen am Stochern und es gab so eine Passage am Anfang vom A-Teil, wo ich dachte so, hä, was ist denn jetzt da? Wo ich eben auch schon bei der Basslinie dachte, was spielt er da für Töne? Irgendwie kommt es mir bekannt vor. Ich glaube, es ist ein Ganzton unterhalb vom Grundton, die Dominante, aber es war mir, war ich unsicher. So, dann habe ich sehr viel, konnte ich sehr viel identifizieren an Akkorden und konnte relativ schnell sicher drüber spielen. Und so als grobe Orientierung, der A-Teil ist komplett mehr oder weniger in C-Dur für die Tenöre, für die Altos D-Dur, Entschuldigung, für die Altos G-Dur natürlich. Und der B-Teil geht dann zur Moll-Parallele. Ne, also das, was ich eben meinte, da ist eine 2,5,1 in Moll, das fängt mit einem halb verminderten Akkord an. Ne, das heißt, der B-Teil geht für die Tenöre nach A-Moll, für die Altos nach E-Moll. Ne, also es fängt an mit H halb vermindert E7 A-Moll und für die Altos fängt es an mit Fis halb vermindert H7 E-Moll. Und das sind so Sachen, die höre ich natürlich dann sofort irgendwann und kann es dann relativ gut umsetzen. Im zweiten Chorus war ich dann sehr viel sicherer und habe sicherer über die Chords schon gespielt, wobei ich an einer Stelle innerlich nochmal einen Transpositionsfehler gemacht, weil ich merke dann irgendwie so ein bisschen, dass es auch was total verrückt ist. Ich habe jetzt einen Tenor in der Hand, ich höre eine Aufnahme und höre aber innerlich die Alto-Changes und bin die ganze Zeit innerlich am Transponieren. An einer Stelle dachte ich so, okay, das muss jetzt irgendwie E-Moll 7, A7, D-Major sein, weil das für die Altos in D ist. Aber ich musste eigentlich A-Moll 7, D7, G-Major spielen. Und dann war ich schon so voll in der Bredouille. Na, und ihr merkt so, dass man relativ schnell da auch sich so ein bisschen annähern kann. Also für mich war es jetzt irgendwann auch relativ simpel, dann zu merken, okay, ich komme sehr gut klar mit dem Stück. Und jetzt spiele ich eine Abschlussversion für euch, wo ich sehr deutlich im A-Teil eben C-Major spiele für die Tenöre, für die Altos G-Major und im B-Teil eben geht es dann für die Tenöre nach A-Moll, für die Altos nach E-Moll. Okay, eine letzte Version von diesem Stück. Wir gespielt haben, war There's No Greater Love. Und ja, kannst du jetzt gerne auch mal das Rebook rausnehmen und schauen, ob du den Standard jetzt viel frischer spielst. Mit dieser Herangehensweise erstmal nach Gehör zu spielen. Schreib da auch gerne eine kurze Rückmeldung in die Kommentare, ob dir das gelingt. Und ich kann dich nur ermutigen, diese Übung oft zu machen, also oft nach Gehör zu spielen und einfach mal, ne, ein Play-Long anmachen, ohne dass du den Standard kennst, ohne in irgendwelche Akkordverbindungen zu schauen. Das wird deine Flexibilität auf dem Instrument wirklich beeindruckend verbessern, kann ich nur sagen. Und das ist eine sehr gute Übung, ne, um deinen Instinkt zu schulen und auch ja, befreiter aufspielen zu können. Und letztlich wirst du auch sehr viel unabhängiger von den Noten. Ne? Also auch zum Beispiel ne, auf Jam-Sessions, wenn dann mal ein Stück genannt wird, was du nicht so gut kennst. Ne, wenn du das trainiert hast mit dem Nachgehörspielen und das Stück nicht allzu schnell ist, kannst du auch dort prima einsteigen und total locker ne, dann auch mal bei so einem Stück ein Solo spielen. Natürlich wird das nicht perfekt sein, aber du wirst
auch ne, von deiner musikalischen Persönlichkeit an solchen Herausforderungen extrem wachsen und dich verbessern. Okay, somit sind wir am Ende dieses Videos angekommen. Lass gerne einen Kommentar. Okay, somit sind wir am Ende. Okay, somit sind wir am Ende dieses Videos angekommen. Schreib gerne ein Feedback in die Kommentare und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder in einem der nächsten Videos. Bis dahin und schöne Grüße.